Hi Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Labby Run Battle Video gegen Pat. Moin Pat. Hallo. Hallöchen. Ich würde sagen, wir schlackeln gar nicht lang drum herum. Leute, falls ihr mehr Labby Run Battles sehen wollt, lasst ein Like da, kräftig mal den Daumen nach oben flanken. Natürlich kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir legen los. Pat geht auf seine Seite. Da, 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 da. Ansonsten gibt es keine Vorgaben, Leute. Ihr kennt das ganze Prozedere. Wir haben Schlüsselkarten, 4 Stück. Diese müssen wir verstecken in einem Labyrinth. Dieses Labyrinth fangen wir jetzt erst an zu bauen. Deswegen hole ich mal schnell wieder Quarky. Und der wird uns nach 13 Minuten Bauphase daran erinnern, dass die Zeit vorbei ist. In diesem Labyrinth, wie gesagt, müssen wir dann diese Karten verstecken. Ihr kennt das Ganze aber sicherlich. Falls nicht, guckt euch mal gerne auch die anderen Folgen an. Da gibt es eine Playlist von. Ich würde einfach mal sagen, Start! Die 13 Minuten laufen ab jetzt. Und ich habe mir heute null Gedanken gemacht. Wirklich null Gedanken. Ob ich hier sowas nehme oder ob ich... Oh, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich fange mal wieder ganz klassisch an mit irgendeinem Block, den man unterscheiden kann. Ich nehme jetzt einfach mal hellblaue Wolle und dann kann ich mich ja am Ende umentscheiden und gucken, was so am besten passt, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, immer das Beste. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer das gleiche Labyrinth baue. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß schon, wie ich es heute bauen werde. Okay, ich fange immer so an, loszubauen. Aber ich glaube, ich erwische mich immer und immer wieder dabei, wie ich so die gleichen, ja, Muster immer neu abgehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es nimmt Gestalt an, Leute. Ich glaube, den Grundriss habe ich so in kürzester Zeit fertig. Hier fehlt noch da und hier mal ein bisschen was, aber das sollte nicht das Problem sein. Da bin ich gleich fertig. Okay, also Grundriss ist jetzt tatsächlich fertig. Ich baue ihm hier noch eine Art, ja, Special will ich das gar nicht nennen, aber etwas Zusätzliches hin, was ich so in den letzten Folgen noch nicht hatte. Hier verbinde ich das Ganze dann. Also ihr seht so den Grundriss von oben. Es ist alles möglich zu erreichen. Das ist immer das Wichtigste. Weitere Verstecke können wir ja dann gleich dazu bauen. Pat, wenn ich dir sage, wir haben noch 7 Minuten und 40 Sekunden Zeit, würdest du sagen, das ist gut oder schlecht? Jo, ist okay. Ist okay? Also bist du gut vorangekommen bislang? Also ich schon. Okay, das freut mich. Ja, weil ich will ja dann gleich auch was Schönes da haben, ne? Ich glaube, du wirst heute was ganz Schönes bekommen. Oh nein, das klingt schon scheiße, Pat. Nein. Können wir wieder bitte nett sein und wieder die Regel einbauen natürlich, 10 Spinnennetze höchstens, ja? Keine Sorge, ich baue gar keine Spinnennetze. Okay, ich habe bislang auch noch keine, also scheint alles fair abzulaufen am Ende gleich. Okay, mhm. Gut, dann bin ich mal gespannt, was du so vorhast, Pat. Ich glaube, Leute, wir machen das so. Ja, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Und hier kommt dann... Wie gesagt, das hin, das muss ich gerade nochmal abreißen, ist jetzt aber gleich sofort wieder am Stissel, Leute. Also ich bin jetzt kurz gemutet. So, wir haben erstes Versteck hier mit rein, oder packe ich hier mit rein. Hier gibt es so einen kleinen Weg nach unten. Genau, dann kommt hier ein Command-Block rein, mit Koordinaten natürlich, zack. Dann kommt das hier drauf und da drauf kommt dann ein Button. So, und dieser Button tippet ihn dann hier rein und ihr findet er Schlüsselkarte Nummer 1. Also nichts Wildes im Prinzip, tatsächlich wirklich nichts Wildes. Dann baue ich ihm hier, da habe ich ihm auch nochmal so einen Weg runtergebaut. Ich habe eine Idee, Moment mal, wir bauen das so. Hier bauen wir ihm so einen Gang, den er quasi nur erspringen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da soll er nur durch diesen Jump dann hinkommen, sonst gar nicht. Und da verstecken wir hier eine Truhe, genau. Da kommt Schlüsselkarte Nummer 2 rein. Dann hätten wir schon mal die zweite versteckt. Also fehlt uns nur noch Schlüsselkarte Nummer 3 und Nummer 4. Hier unten, wenn er dann den ganzen Weg runtergegangen ist, findet er hier nochmal einen Button. Der macht nix. Dafür werde ich hier einen Button verstecken, der eventuell ein bisschen unauffälliger ist für den Pad, wo wieder ein TP-Befehl reinkommt. Leute, ich baue nämlich was auf. Die bisherigen Karten sollen gar nicht so einfach zu finden sein, aber ich habe ein Mega-Versteck, was ich heute bauen werde. Ein Mega-Versteck. Uns bleibt noch 1 Minute und 10 Sekunden, Pad. Ja. Ich bin soweit. Also bei mir hat alles geklappt. Ich verstecke jetzt gerade die letzten beiden Chests. Also Schlüsselkarte Nummer 3 ist hier. Da muss ich ihn dann nur TP'en und zwar, wie machen wir das? Okay, Quarky die Ente ist da. Ich muss nur noch meine letzten beiden Keycards in die Kisten tun, Pat, und dann bin ich soweit. Ja. Ist es bei dir ähnlich, oder? Ja.
Okay, perfekt, dann sind wir ja beide soweit. Also Befehl ist jetzt gesetzt, wie gesagt, ich drücke drauf, er wird hier hintippet und kann dann hier die Kiste finden. Mehr steckt da nicht hinter. Ich werde auch, ja, eine Barrier wollte ich eigentlich hier oben hinsetzen. Das wird aber wohl, ja, nicht so ganz gut funktionieren. Obwohl doch, wenn ich sie hier hinsetze, dann kommt da Wasser rein und er kommt nicht raus. Okay, perfekt. Und dann kommen wir zur allerletzten Keycard, die er finden kann oder finden soll. Leute, das ist ein Ultra-Versteck. Hat mir ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, Leute. Wenn ich gleich seine ganzen Sachen finde, werde ich ja quasi hier durch die Tür gehen und dann hier meinen Stuff rausholen aus der Chest, die wir gleich noch befüllen natürlich. Und darunter verstecke ich einfach mal eine Kiste. Da wird er hoffentlich nicht drauf kommen, dass ich da drunter eine Chest versteckt habe, oder? Also ich würde nie im Leben drauf kommen, weil er fängt ja hier an und das ist meine Kiste, wie gesagt, mit meinem Loot. Und ja, da wird er nie drauf kommen, also bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten bin ich fertig, das ist mein unsichtbares Labyrinth für heute. Ich hoffe, das Ganze klappt. Liebe Leute, meine Frage an dich jetzt, Pat. Bist du fertig? Ja. Perfekt. Hast du Lust? Ja. Wirst du gewinnen? Ja. Wirst du verlieren? Nein. Ich würde sagen, wir können loslegen, Pat. Du darfst auf meine Seite. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Ich will deine Reaktion sehen. Nice. Okay, achso, die Kiste mit den Dingern hier, die zählt, denke ich mal, nicht. Sonst könnte ich jetzt schon durch, weil hier 4 Stück drin sind. Die sind es aber, denke ich mal, nicht, oder? Welche Kiste? Ja, so eine Anfangskiste, habe ich dir da hingesetzt, davon wusstest du wahrscheinlich nichts. Da steht quasi eine Kiste mit 4 Keycards, aber die ist es, denke ich mal, nicht, habe ich gesagt. Nee. Okay, gut. Ich sehe schon, du hast wieder schöne Blöcke nach oben gebaut, die mich einfach nur irritieren sollen. Ich habe vor allem diesmal das genauso dunkel gebaut, wie du immer bei mir. Ja, das ist okay. Ich habe meinen Gamma hochgestellt, du, ich sehe alles. Okay. Also das hat tatsächlich nichts, ja, gebracht. Also tatsächlich nein. Ja, ohne Gamma-Wert und so, dann wäre es echt dunkel, aber so sehe ich echt gut hier, muss ich sagen. Klarkommen tue ich natürlich trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wo ich schon mal war, wo ich noch nie war. Oh Gott, 4 Stück, Pat, wo hast du die versteckt zur Hölle? Oh Gott, ich habe tatsächlich eine gefunden. Eine hast du? Ja, ich bin so ehrlich, ich habe eine. Ich flunker dich nicht mehr an. Das glaube ich nicht. Ich bin jetzt nett und ehrlich und so und ja, ich habe dieses, ja, Flunkern und so, das habe ich einfach nicht nötig. Bestimmt. Du wirst hier irgendwo einen Button versteckt haben. Einen Stein-Button auf Stein. Warum denkst du das? Weil es einfach klar ist. Und du weißt doch, dass du kannst es auch zugeben, dass es so ist. Es ist ja logisch. Es ist ja einfach logisch. Was anderes wäre ja doof. Wenn du es nicht machen würdest, wäre es ja doof, sage ich. Und deswegen gucke ich gerade sehr genau darauf. Ja, weil es halt ein einfaches Versteck ist, ne? Boah. Alles so grau, Leute. Alles so grau. Du siehst wenigstens... Ja, ne, du siehst gar nichts. Kommst du klar mit dem... Ich weiß, ich habe es im Game Mode 2 tatsächlich nicht ausprobiert. Also ich weiß nicht, wie es sich so anfühlt, da durchzulaufen, ehrlich gesagt. Nicht gut. Nicht gut? Ich glaube, ich habe die letzten 2 oder 3 Male gewonnen, Pat. Heute bist du eigentlich mal wieder an der Reihe, oder? Also bei dem Labyrinth glaube ich eher nicht, nein. Dein ist aber auch echt nichts für schwache Nerven heute. Da oben vielleicht auch nichts. Ne, ich habe eine Kiste gefunden, aber das war's auch bislang. Mehr wird das da nervt halt so hart, man kann sich halt null orientieren. Ja, du musst auf gut Glück springen. Aber gerade deswegen habe ich jetzt auch nicht, oder was heißt springen, laufen besser gesagt, deswegen habe ich auch nicht übertrieben. Und was dein Vorteil ist, du siehst natürlich, wo etwas auf der Map ist, ne? Also ich hatte keine andere Möglichkeit, als jetzt Kisten entweder ganz deutlich zu verstecken oder ein paar Hinweise zu geben, wo Kisten sein könnten. Das musst du mir lassen, Pat. Das ist ein Vorteil, den du hast. Also ich kann dir so viel sagen, ich habe noch keinen Button oder ähnliches gefunden. Ich habe eine zweite Kiste gefunden, das kann ich dir sagen. Kommen wir nicht zurecht. Du kommst nicht zurecht. Oh Gott, hier eine Kiste. Ne, ein Button wäre geil. Du bist bei mir? Ne. Ich hab mich getötet, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie ich da hingekommen bin. Ach so. Alter, ich hatte kurz sehr viel Schiss. Das ist echt das Schlimmste, was du jemals gemacht hast, ne? Ja, hatte ich schon. Ja? Aber mit Abstand. Ich hatte es beim letzten Mal, wollte ich es schon machen, und dann habe ich aber wegen einem Versteck habe ich mich dagegen entschieden. Lol, ist da was? Nee. Oh, ich dachte kurz, ich hätte einen Button gesehen, aber das war einfach nur eine Mündung. Hm? Och Mensch, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich hätte was gefunden. Slash Kill, Pat, du bist so ein mieses
Stück, du! Wenn ich wenigstens mal wüsste, wo ich hin muss. Ich bin die ganze Zeit nur am Rumhüpfen und nach oben gucken, weil ich Angst habe, dass überall so eine Kiste versteckt sein könnte. Du baust deine Kisten echt immer gut nach oben. Das macht es einem echt nicht einfach. Danke. Slash kill. Dann töte ich mich mal, sonst finde ich ja eh nichts. Moin. Dieses Labyrinth ist echt für die Tonne. Nein, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eine Karte und es wird auch nicht besser. Ich kann mich eigentlich hier hinstellen und warten, bis du meine Karten findest. Eine Karte nur? Ja klar, man kommt nicht an die anderen Sachen. Das sind, also eigentlich, ich habe recht easyes Labyrinth gebaut. Du musst einfach nur ein bisschen kommen. Also ich habe echt gedacht, dass das schon abfuckt wird mit dem Barrier Labyrinth. Aber dass es so ultra schwierig wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wenn man das selbst baut, dann weiß man natürlich, wie man da durchkommt. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine aber einfach, dass du quasi durch geradeauslaufen und so kommst du halt durch Probieren und hier und da irgendwann auf den richtigen Weg. Weißt du, das meine ich. Ja, ich probiere ja hier die ganze Zeit auf der linken Seite aus, aber es klappt nicht. Ich laufe bei dir hier immer so rum und dann habe ich auch voll die Orientierung verloren, weil du halt oben alles zubaust, ne? Da weiß ich halt gar nicht, wo ich gerade bin. So, slash kill nochmal. Ich muss hier nochmal den Anfang irgendwie absuchen. Irgendwo muss ja irgendwas versteckt sein. Vielleicht hier so hinter oder so? Ne, hier ist nix. Ich glaube, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Du. I am there. Oh. Ich dachte, ich wäre vor dir. Das ist echt bitter. Lol, nah und doch so fern. Das ist doch nicht wahr. Warte, da muss ich, glaube ich, doch hier nochmal einen neuen Weg aufsuchen. Ich glaube, hier geht's nochmal schön da entlang. Das ist die einzige Keycard, die du hast, Pat? Ja. Oh Gott. Ich bin immer noch nicht bei dir. Doch, jetzt bin ich bei dir. Nice. Oh, ich muss dich töten. Jawohl, Leute. Ich habe das Labby Run Battle gewonnen. Die Auflösung kommt. Ich zeige jetzt, Pat, wo die ganzen Dinger versteckt waren. Um das einfacher darzustellen, würde ich sagen, ersetzen wir die Dinger hier. So sah das Labyrinth tatsächlich aus. Also, ich weiß nicht, warum du hier nicht hingekommen bist. Also, das verstehe ich halt echt nicht, warum du hier den Weg nicht gefunden hast. Auf jeden Fall landest du dann hier. Und das sieht, okay, das siehst du nicht. Das wäre dann so, nachdem du halt alles ausprobiert hättest, um da hinzukommen, wäre das eigentlich, also ich glaube, da wärst du drauf gekommen. Ja. Ich glaube, da wärst du drauf gekommen, weil das halt wirklich, ne, du siehst ja, dass da was versteckt ist. Deswegen, hier, ich weiß jetzt nicht, ob du diesen hinziehst, der hier kommt. Der ist es nicht. Tatsächlich ist der wird der übersehen. Hier ist noch ein Button. Ah, okay. Genau. Wenn du den drückst, wirst du TP't, landest hier in einer Art Wasser. Mine, Graben, was auch immer. Mhm. Und dann hast du hier noch eine schöne Chest. Ah. Somit hättest du quasi drei. Und die letzte. Okay, die letzte, das war eigentlich die schwierigste. Ja. Da. Hier drunter. Lol. Ja, gut. Da habe ich gar nicht erst nachgeschaut. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war auch die. Das war quasi mein Siegesbringer oder so, sollte es mein Siegesbringer sein. Ja. Aber gut, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's wieder rund. Da gebe ich dem Pat natürlich wieder die Chance, mich zu besiegen. Ich würde mich freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben abgebt, meinen Kanal kostenlos abonniert, beim lieben Pat vorbeischaut. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen. Ciao, ciao, Leute. Euer Beats. Like nicht vergessen. Tschüss.